Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Was machen wir in diesem Video? Es wird ein First Impression Video und zwar habe ich die Möglichkeit einmal drei, ob sie wundervoll sind, das werden wir jetzt austesten, aber einfach die drei neuen Guerlain-Düfte zu testen aus der Aqua Allegoria Kollektion und wir haben hier drei Forte-Düfte, auf die ich sehr, sehr gespannt bin, muss ich zugeben, denn ich finde, das Dufthaus Guerlain kann sich wirklich sehen lassen. Ich finde auch, dass gerade die Aqua Allegoria-Serie sehr beliebt ist, sehr populär ist. Es sind wirklich tolle Düfte dabei. Hier, die fand ich halt einfach vom Namen sehr ansprechend, weil wir fangen direkt halt mit einem Vanilleduft an und dann gibt es noch den Oud Yuzu am Schluss. Also ich bin sehr gespannt und sehr neugierig. Deswegen wollte ich hier nicht vorschnuppern und euch mein Feedback geben, sondern ich möchte euch einfach so ein bisschen an meiner ersten Reaktion mit teilhaben lassen. Und wir beginnen direkt mit dem, ja, keine Ahnung, wie man das halt jetzt ausspricht, Bosca Vanilla. Was weiß ich. Aber ich liebe ja Vanilledüfte sowieso unheimlich gerne. Ich bin ja eh so eine kuschelige Gourmand-Tante und deswegen bin ich auf den sehr, sehr gespannt. Und es ist unerwartet. Wobei unerwartet, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, finde ich, passt das sehr gut. Also man merkt sofort die Vanille, aber ich finde, es ist eine sehr saubere Vanille, eine sehr reine, eine sehr frische Vanille. Bei Aqua Allegoria war es ja bei der klassischen Kollektion typisch, dass überall eine spritzige Bergamotte in der Kopfnote mit drin war. Das habe ich noch im Kopf. Hier könnte ich mir das definitiv auch vorstellen. Er wirkt auf mich im ersten Moment aber definitiv kräftiger. Ich glaube, dass das halt auch die Forte-Kollektion so ein bisschen ausmacht, aber da bin ich nicht mehr so sehr im Thema drinnen. Witzig, weil, also ihr haut mich jetzt, wenn ich das sage, aber ich habe jetzt eine Kombi im Kopf von Labelle und zwar den Vanilla kombiniert mit dem Salt and Cyclamen. Das ist der für mich so ein bisschen, weil ich habe so eine sehr schöne, kuschelige, aber nicht zu süße Vanille, aber irgendwie so was Frisches, Salziges, Aquatisches, wie so eine Meeresbrise. Sehr spannend. Also ich finde es wirklich nicht verkehrt, aber wir machen direkt weiter mit dem Rosa Palisandro. Wenn ihr es irgendwie super schön sexy ausgesprochen haben wollt, dann müsst ihr halt bei jemand anderem reinschauen. Was soll ich euch sagen? Das bin ich halt nicht, aber schauen wir mal. Rose ist ja sonst nicht so meins. Jetzt bin ich sehr gespannt auf den. Warten wir noch ganz kurz. Aber es kommt schon. Also es wäre jetzt, wenn ich mir jetzt eine Rose aus dem Garten picken müsste, dann wäre es für mich eine rosa, eine Rose. Aber er hat für mich was sehr, ist jetzt nicht meine persönliche Duftrichtung, ich finde, er passt aber sehr gut zu Guerlain. Hat so ein bisschen was Verträumtes, Verspieltes, Romantisches, so ein schöner Garten-Vibe. Ich habe vor einer Weile auf meinem privaten Instagram-Account mal so ein Reel gemacht und habe den Garten von meiner Mutter gezeigt. Und das ist für mich der perfekte passende Duft für dieses Reel quasi. Weil es ist wirklich sehr verwünschend, sehr verträumt, sehr feminin, aber so zart, so unberührt, so rein und so ein bisschen verliebt vielleicht. Also meins ist es nicht. Könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr wollt. Es passt für mich sehr gut in die Serie. So, machen wir weiter mit Oud Yuzu. Und da bin ich mega spannend drauf, weil andere Brand, aber trotzdem Aqua di Parma. Es gibt den Oud von Aqua di Parma und es gibt den Yuzu von Aqua di Parma. Und ich finde es irre geil, alle beide. Und wenn ich natürlich jetzt Oud Yuzu höre, dann denke ich sofort an die Kombi. Und ich denke mir, das kann doch halt einfach nur der Hammer werden. Deswegen bin ich jetzt mega gespannt und könnte mir halt vorstellen, dass allein so vom Lesen, vom Namen her, dass das theoretisch mein Liebling werden könnte. Aber wir schauen mal. Oder auch nicht. Ja. Yuzu, ja. Frisch, zitrisch, aber mir halt zu künstlich. Also mir fehlt halt. Er ist, ja okay, jetzt kippt er so ein bisschen, ich glaube jetzt soll es halt so ein bisschen mehr in diese Oud-Richtung gehen, aber es ist halt für mich ein sehr krass synthetisches Oud. Es hat eine sehr holzige, kühle Richtung für mich, aber mir fehlt halt so diese tiefe, dreckige, animalische Note, das hat man halt hier gar nicht, null. Sondern er ist dafür sehr klar, sehr spritzig, zitronisch, zitrisch, einfach allgemein.
Aber mich holt der gar nicht ab. Also ich finde jetzt auch, ich finde den nicht authentisch für den Namen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich will jetzt, nee, ich sag's jetzt nicht, was mir auf der Zunge liegt. Ihr könnt ja mal raten und in die Kommentare schreiben, was ich gerade denke. Ich werde es aber wirklich nicht aussprechen, weil ich will jetzt nicht gemein sein. Aber es ist vielleicht auch deswegen jetzt für mich ein bisschen blöd, weil ich mich auf den am meisten gefreut habe und der enttäuscht mich wirklich ein bisschen sehr. Knallt mir auf jeden Fall direkt schon wieder in die Birne rein. Aber die Vanille wird auf jeden Fall kuscheliger. Finde ich ganz cool. Könnte man haben. Muss man nicht, aber kann man. Die Rose wird für mich jetzt. Die kriegt jetzt für mich diese ganz, ganz klassisch typische Aqualegoria-DNA. So dieses ganze Pampelmuse und hast du nicht gesehen. Passt volle Kanne in diese Kollektion und. Und Jutsu ist für mich, nee, der ist für mich leider raus. Also der Vanille ist definitiv mein Platz Nummer 1. Platz Nummer 2 die Rose und Platz Nummer 3 der Jutsu. Würde ich mir die Vanille jetzt kaufen? Nein, ich denke nicht, weil ich habe halt die Kombi schon mit Labell, muss ich jetzt echt sagen. Also ich werde das gleich mal aufsprühen und vergleichen und gegenhalten. Aber das ist für mich der authentischste. Also ich finde diese Vanille hier, es ist schon eine künstliche Vanille, aber eine vertraute künstliche Vanille. So will ich es vielleicht umschreiben. Wie wenn du irgendwie an Weihnachten Kekse backst und so Vanillegipferl backst oder sowas. Nicht ganz so süß, aber du hast ja auch dann öfter mal so künstliche Vanillearomen, die dir aber einfach sehr vertraut vorkommen. Deswegen finde ich den sehr schön und ich finde einfach diese Kombi mit diesem salzigen, aquatischen Whatever, das ist sehr, sehr cool. Dieser rosa Duft, der ist halt so null meine Richtung, aber ich finde ihn an sich. Passt das sehr gut in das Sortiment und der Ujutsu, nee. Also, ich sag nicht an, wie er für mich riecht. Ich bin freundlich heute, aber der ist für mich raus. Ja, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Lasst es mich auf jeden Fall wissen, was ihr dazu sagt. Habt ihr schon einen? Das Coolste, ja, aber das ist nämlich die Serie. Die haben ja ein komplett neues Umverpackungsdesign. Also, die Verpackung, wenn du diesen Duft kaufst, ist quasi kein Karton, sondern es ist eine gepresste Pappe, die sich perfekt um diesen Duft rumhüllt. Und das finde ich halt extrem cool. Also ich habe das schon die letzten Male, egal durch welchen Douglas und whatever ich gelaufen bin, habe ich überall das im Regal gesehen. Witzigerweise waren halt nirgendwo die Tester. Ich habe überall nur die Originalflakons gesehen. Deswegen freue ich mich riesig, dass es diese Sampling-Aktion halt eben gab und ich die jetzt schnuppern konnte. Weil ich konnte die in keinem Laden, wo ich war, konnte ich die Dufte riechen, hat mich total genervt. Aber es sah halt einfach sehr cool aus. Gut, man macht es auf, schmeißt es weg. Es ist jetzt keine Verpackung, die du irgendwie groß aufheben kannst, denke ich mal. Für die Sammler dann halt, ja, wer sammelt jetzt auch eine Umverpackung von einem Gellor Aqua Allegoria? I don't know. Ups, ich fand es war halt einfach ein Hingucker. Jetzt habe ich meine First Impression mit euch geteilt. Und den Vanille werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich werde ihn aber auch, könnt ihr mal die Tage reinschauen, werde das mal vergleichen mit einer Labelle-Kombi. Das war's. Küsschen aufs Nüsschen. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Zeit. Und bis zum nächsten Video.